Nächste Frage hat der Reitschuster. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Diesmal das Weltklima. Das war für mich die Quintessenz aus der heutigen Bundespressekonferenz mit Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Und welches Wunder, diese Pläne für die Weltklimarettung aus Berlin, die passen zu 100% zur Rettung der SPD und der Grünen bei den Wahlen, eine 100%ige Übereinstimmung, und sie lenken auch noch wunderbar ab von dem, was die Regierungen und die Verwaltung alles falsch gemacht hat bei dieser Hochwasserkatastrophe. Also geschickter geht es doch eigentlich gar nicht mehr. Dazu hatte ich einige Fragen heute auf den insgesamt 3 Bundespressekonferenzen. Ja, es waren wirklich 3. Und ich war zwar nicht da, habe aber trotzdem teilgenommen. Es ging alles ziemlich mit dem Teufel zu, wie man in Russland sagen würde. Warum das so war, was da genau gesagt wurde, welche Fragen ich heute stellen konnte, was da ansonsten noch passierte auf der Bundespressekonferenz, das sehen Sie auf meinem üblichen BPK-Video, das ich heute aber wieder auf zensurfreien Plattformen hochstelle, weil ich, wie gesagt, diese Zensur auf YouTube nicht gutheiße. Man zensiert unabhängige Medien, man bremst sie aus. Bis zu einem gewissen Grad ist das auf YouTube gelungen, aber ich verlagere deshalb immer mehr auf Odyssee, auf Rambler und auf die Partisanentaktik. Jeder ist auch wieder gebeten, meinen Beitrag aus der heutigen Bundespressekonferenz hochzuladen. Ich weiß, es ist mühselig, man muss einen Link drücken, aber so leicht können Sie kein Zeichen ansonsten gegen Zensur setzen. Also unten in der Videobeschreibung sind die Links auf die alternativen Kanäle. Laden Sie das Video hoch. Sehr dankbar bin ich für einen Kommentar, für ein Like, natürlich wie immer für ein Abo, damit die Algorithmen etwas in Schwung kommen. Und morgen ist die Bundespressekonferenz mit einem besonderen Gast am Start, mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ich hatte auch entweder Losglück oder es haben sich gar nicht so viele Journalisten angemeldet, dass gelost werden musste. Auf jeden Fall bin ich da, sicher auch in den großen Medien wieder zu sehen. Solche besonderen Bundespressekonferenzen dürfen ja noch live übertragen werden. Schauen Sie rein um 11 Uhr und lassen Sie sich nicht erschrecken von Jens Spahn, der heute sagte, man könnte im Herbst schon wieder Inzidenzen von 800 haben. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und ich habe ja immer befürchtet, dass es vor den Wahlen eine Lockerung gibt und nach den Wahlen dann jeden Tag grüßt das Murmeltier, die ganze Chose wieder von vorne losgehen könnte. Diese Befürchtungen hat so eine Aussage von Jens Spahn natürlich noch beflügelt. Wollen wir mal hoffen, dass es eine unberechtigte Befürchtung ist. In diesem Sinne, einen schönen Abend aus Berlin. Nicht vergessen, klicken, umschalten, mein Bundespressekonferenz-Video und die Umstände, wie das heute zustande kam. Alles Gute, danke, ciao, gute Nacht. Nächste Frage hat der Reitschuster.